Rank schafft es, glaube ich, weil er so viel Leben hat. Okay, der Nita schafft es safe mit Blue. Und oh! Trage jetzt im Brawl Stars Shop den Creator-Code Lukas ein, um mich kostenlos zu supporten. Alle 7 Tage musst du den Code neu eingeben. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, im heutigen Video schauen wir uns auf jeden Fall ein ultra heftiges Video an, denn wir schauen uns tatsächlich das OP-Geschütz von Jessie gegen alle Brawler im 1 vs 1 an. Also halt ihr Turret mit extrem vielen Cubes und dann das gegen alle anderen Brawler im 1 vs 1. Ich bin auf jeden Fall ultra gespannt. Ich finde das Format immer sehr, sehr lustig, Leute. Und genau, wenn ihr das auf jeden Fall auch feiert, wenn ich davon öfter mal Folgen bringen soll, lasst auf jeden Fall ein Like da unten, kostenlos Abo. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Let's go. Also Freunde, das Originalvideo ist auf jeden Fall von Captain Shirai. Ist in der Beschreibung verlinkt. Und es gibt auch ein paar Regeln, wie ihr sehen könnt. Zum Beispiel davon, dass auf jeden Fall nicht stunnen, das Turret zum Beispiel, ne, mit Frank oder sowas. Und man darf auch nicht rausspringen, auf jeden Fall. Und man darf auf jeden Fall nicht auf Healpads jumpen. Also jetzt mal ganz kurz nochmal als Erklärung an euch, wie das Ganze funktioniert. Und zwar, ihr seht schon hier rechts das Turret und es geht einfach nur darum, vorbeizulaufen am Turret. Also hier nach oben. Es geht nicht darum, das Turret kaputt zu machen oder sowas, weil das hat 11.000 Leben. Das ist sehr schwierig und hat extrem viele Cubes, Leute. Sondern es geht einfach nur darum, mit den Fähigkeiten des Brawlers einfach nur am Turret vorbeizulaufen. Genau, wir raten mal bei Pam, dass sie es schafft, oder? Wegen ihrem Heal-Turret, weil das ja bestimmt sie fett healen wird, Leute. Und wir schauen mal und... Oh! Oh! Hat nichts geschafft, lol. Okay, krass. Jetzt haben wir zum Beispiel Max mit dem Speed, ne? Ich glaube auf jeden Fall, Max schafft es mit dem Speed und mit dem Gadget auf jeden Fall durch, ne? Und... Oh! Alter, mega knapp, aber Max hat es geschafft. Und Eve, sage ich mal, schafft es auf jeden Fall auch wegen ihren Hatchlingen. Weil die geben ihr gut Schutz, ne? Und, oh, Alter, okay, Eve hat's auch geschafft. Genau, so funktioniert das Battle. Okay, Jeanette hat auf jeden Fall den Jump, ne? Ich glaube, das sollte auch klappen mit dem Jump. Ich glaube, es sollte auch klappen. Oh ja, bisher sogar am besten, ne? Krass. Und, oh ja, Otis denke ich sogar auch, oder? Weil er kann ja das Turret muten sozusagen, stumm schalten. Ja. Ja, Alter, das war ja mal mega OP, lol. Das ist schon sehr krass. Jessie gegen Jessie sollte auch klappen, glaube ich, weil Jessie kann ja dann hier das Turret sozusagen als ja, Wand, also als Dingens benutzen. Oh, Alter, das war ultra knapp. Und Shelly, boah, ich glaube Shelly, klappt nicht. Nee. Lol, aber warum waren da, lol, wieso waren das Slowblöcke, Digga? Lol, bei Shelly waren hier Slowblöcke einfach, bei den anderen Brawlern nicht. Warum das denn jetzt? Okay, weird. Okay, der Nita schafft es safe mit Bruce, Digga. Oh, nicht. Okay, krass. Zu langsam gewesen. Colt nicht. Ne, unmöglich, Digga. Bull schafft es, denke ich. Alter, okay. Auch sehr knapp, aber er hat es geschafft. Brock schafft es mit dem Jump, denke ich. Ja. Sehr krass. Und Dynamite schafft es auch mit dem Jump sogar. Haha, Junge, so OP. Bo schafft es nicht. Nee, Alter, okay, sehr krass. So, Tick ist jetzt eine gute Frage, weil Tick kann seinen Kopf werfen. Ich sag sogar mal, ah ne, ich sag, er schafft es nicht. Er hat einfach zu wenig Leben, denke ich. Nee, okay. 8-Bit ist, glaube ich, zu langsam, aber er hat viel Leben. Ich glaube, er ist aber zu langsam. Also nein. Oh ja, er ist zu langsam, Digga. Ems schafft es nicht. Und Stu könnte es schaffen mit dem Heal. Nee, okay, lol, sogar mal nicht. Der Boxer schafft es auf jeden Fall safe, ne? Der Boxer eigentlich somit am besten dann bisher sogar abgeschnitten. Und Barley könnte es schaffen mit dem Heal. Nee, okay. Poco schafft es mit dem Heal, denke ich. Lol, das hat nicht gereicht. Oh mein Gott. Okay, und die Boxerin schafft es mit dem Schild auf jeden Fall. Ich glaube, da ist die Expertin der Disziplin, ja. Das ist auf jeden Fall sehr krass. Rico schafft es nicht. Ne, da reicht auch sein Heal nicht aus. Daryl schafft es, ne, weil seine Rolle zu krass ist mit dem Schild. Genau. Und Penny schafft es sogar wegen ihrem Turret eventuell, oder? Ah, nee, krass. Karl schafft es. Der kommt schnell durch, ja. Mega heftig.
Jackie schafft es nicht. Ja, Digga. Ey, aber es ist schon lustig, diese Battles. Ich glaube, Piper schafft es wegen dem Jump. Oh, ja. Krass, Mann. Frank schafft es, glaube ich, weil er so viel Leben hat. LOL, das hat nicht gereicht. What? Bibi schafft es nicht. Oh, krank, doch wegen dem Heal. Und die Biene schafft es nicht. Ja, sie schafft es auf jeden Fall nicht. Nani schafft es, ne, wegen dem Teleport. Ja, das ist OP, Digga. Edgar schafft es, wegen dem Schild. Alter, Edgar sehr krank abgeschnitten. Griff schafft es nicht, denke ich. Ne, okay, Griff auf jeden Fall nicht. Und Grom schafft es nicht. Bonnie schafft es, oder? Ja. Boah, aber ganz entspannt, ne? Mortis schafft es auf jeden Fall. LOL! Als ob. Krass. Okay, Tara schafft es, glaube ich, wegen ihren Viechern. Nee, sogar nicht. Okay. Genie schafft es auf jeden Fall nicht. Mr. P schafft es wegen seinen Pinguinen. Oh, sehr knapp gewesen, Alter. Sprout schafft es wegen der Wall, ne? Genau, er kann jetzt die wieder einsammeln dann und sozusagen sich selbst Deckung geben. Ja, das ist eigentlich ganz krass. Oh, und Sandy könnte es auch schaffen, weil ihr das Turret Sandy nicht findet. LOL. Sehr geil. Und Amber schafft es nicht. Ganz sicher nicht, ja. Gale schafft es wegen dem Jump Pad. Okay. Und wir haben auf jeden Fall als nächstes Surge. Surge schafft es. Wegen dem Jump. Okay, sehr krass. Und als nächstes haben wir Colette. Colette, die schafft es nicht. Da reicht, glaube ich, das Schild echt nicht aus. Und ja, bei Lou denke ich auch nicht. Nee. Vielleicht hätte er warten müssen, bis das komplett einfriert, das Turret. Und Belle schafft es nicht. Bell mit am schlechtesten bisher. Buzz könnte es schaffen, glaube ich. Ja, er schafft es. Ja, sehr krass. Ash schafft es, glaube ich, auch wegen seiner Ult. Oh, ich glaube 50 HP. Fang schafft es. Nee, krass, okay. Byron schafft es, denke ich, nicht. Er kann sich zwar healen, aber das reicht nicht aus. Squeak schafft es nicht. Spike schafft es auf jeden Fall auch nicht. Seine Ulti bringt ja auch gar nichts in dem Fall. Ah, doch, zum Healen, ne? Stimmt. Crow schafft es, wenn er gut wegrennt schnell. Ja, mit Schild auch noch vor allem. Leon schafft es wegen dem Unsichtbar-Effekt. Ja. Das ist auf jeden Fall geil. Lola schafft es auch wegen dem Schild. Ja, Alter, krass. Und Colonel Ross schafft es nicht. Ja. Mac schafft es, glaube ich, mit dem Roboter sogar. Oh ja, hat geklappt auf jeden Fall. Ja, Leute, das waren auf jeden Fall alle Battles. Ich fand es auf jeden Fall ultra, ultra witzig, das Battle. Ja, ist mal ein bisschen was anderes gewesen. Habe ich auf jeden Fall gefeiert, Leute. Lasst doch mal ein Like da, ein kostenloses Abo. Wir sehen uns und ciao, ciao.